Als Katarakt oder grauer Star bezeichnet man eine schmerzlose Trübung der Augenlinse. Diese Trübung wirkt wie ein Graufilter. Der Patient sieht verschwommen und die Farben werden blass. Beim Autofahren in der Nacht wird man durch die Scheinwerfer anderer Autos leichter geblendet. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist der graue Star altersbedingt. Deshalb der Name Altersstar oder Katarakta senilis. Der Augenarzt unterscheidet an der Spaltlampe verschiedene Lokalisationen der Linsentrübung. Bei der Katarakta corticalis bilden sich radspeichenförmige Trübungen in der Rinde der Linse. Bei der Katarakta nuclearis liegt die Trübung im Kern der Linse und erscheint bräunlich. Diese Form entwickelt sich sehr langsam und führt zu Kurzsichtigkeit, weil die Brechkraft der Linse durch die Trübung zunimmt. Die Katarakta corticalis und nuclearis treten gerne gemeinsam als Katarakta corticonuclearis auf. Die Katarakta subcapsularis posterior kommt seltener vor als die beiden anderen, schreitet aber rasch fort. Die Trübung liegt unmittelbar vor der hinteren Linsenkapsel. Ist die Linsentrübung weit fortgeschritten, sprechen wir von einer maturen Katarakt. Dabei ist der rote Lichtreflex vom Augenhintergrund gar nicht mehr zu sehen. Maßgeblich für die Indikationsstellung zur Operation ist in erster Linie die subjektive Beeinträchtigung des Patienten im Alltagsleben. Neben der altersbedingten Katarakt kommen seltener auch andere Ursachen in Frage. Zum einen Traumen, dann chronische Entzündungen des Auges, eine zu lange Behandlung mit Cortison, Diabetes mellitus und ionisierende Strahlen. Eine Katarakt kann sogar angeboren, kongenital sein. Sie bedarf einer frühzeitigen Operation, um eine bleibende Schwachsichtigkeit des Auges möglichst zu vermeiden. Leider gibt es keine Medikamente, die beim grauen Star helfen. Die getrübte Linse muss operativ entfernt werden. In jedem Fall muss vor der Operation die Brechstärke der zu implantierenden Kunstlinse bestimmt werden. Nach örtlicher Betäubung wird für das Einführen der Instrumente in die vordere Augenkammer am Rande der Hornhaut ein kleiner Schnitt gemacht. Es folgt die Öffnung der vorderen Linsenkapsel, durch die mit einem Ultraschallgerät der Linsenkern zertrümmert wird. Dann wird die Linsenrinde aus der Linsenkapsel gesaugt. In die leere Kapsel wird zuletzt die neue Kunstlinse, auch Intraokularlinse, platziert. Im Regelfall benötigen die Patienten nach der Operation nur mehr eine Lesebrille. Noch Monate oder Jahre nach der Operation kann die hintere Linsenkapsel trüb werden. Diesen sogenannten Nachstar behandelt der Augenarzt mit Laserstrahlen.